Hallo Freunde, Sky YouTube Sports. Willkommen zurück hier auf Mafia 3. Ist jetzt etwas länger her, ich weiß. Aber das Praktikum ging mir vor. Ich hatte auch keine Aufnahmen mehr für die letzten Tage. Deswegen sollte das eigentlich jetzt wieder hinhauen. Ich habe neue Tastatur und eine neue Maus. Falls man die zwischenzeitlich hören sollte, dann tut mir das leid. Aber es ist was Mechanisches. Und die ist nicht leise. So. Wir haben letztes Mal das Geld hier gelassen. Genau. So, dann gehen wir mal da hoch. Im Haus rennt er nicht. Ich werde das jetzt mal draußen nochmal testen. Ah, okay, da rennt er gleich wieder. Das ist gut. Ja. Da gehen wir mal zurück. Dann machen wir. So, funktioniert auch. Hund antwortet, ist sehr schön. So, würde ich sagen, wir gehen mal los. Na, ich habe die Karre vermisst. So, das war Tab. Tab für die Karte. Das heißt, wir müssen ja noch, wir haben ja noch ein bisschen was zu erledigen hier. Oh, wie wird das frisch hier? Ich habe die Heizung zwar aufgedreht, aber trotzdem ist das frisch hier. Die Heizung werden nachts immer ausgestellt. Hier. Es ist voll behindert. Da frisst sie voll den Arsch ab. Ey. Risikoschaden ist hoch. Machen wir mal was. Nicht so viele Jobplankard. Warum ist das jetzt? Kann man hier rüber? Kriegt in diesen Italienern am Ufer ihre Anweisungen. Vito Scaletta. Jacques Blanchard. Als erfahrener Gewerkschaftler hätte er die Dockarbeitergewerkschaft lieber unter der Leitung von Vito. Einen Kriminellen, dem seine Leute vertrauen können. Ja. So, ich muss jetzt mal gucken, was wir hatten, was wir jetzt nicht haben, was wir jetzt als Aufgabe haben. Wegpunkt setzen, Ziele. Mhm. Alles cool mit uns. Cassandra und Manuel brauchen deine Hilfe, um Graslieferung im Jungdreifer zu unter. Aha. Karte. Kickback. Kickback. Cassandra. Ja, Danische Gang. Mhm. So, mal gucken mit uns. Rede mit Emanuel. Okay, fahren wir da einfach mal hin. Wegpunkt setzen. Habe ich gemacht. So, top wieder raus. Dann fahren wir da jetzt mal einfach mal hin. Mal gucken, ob da jetzt das mit der Steuerung etwas anders läuft mit der neuen Tastatur und Maus. Jetzt tun wir mal. Ja, klar, mit dem Boot soll ich dann zu Cassandra fahren, oder was? Ja. Wir können ja schwimmen. Okay, Clay, jetzt wird's nass. Du mit Cassandra reden. Sie meinte, du könntest Hilfe gebrauchen, vorausgesetzt du bist Emanuel. Das hast du gesagt, Lincoln Clay. Wegen dem Gras. Habt ihr da einen fixen Ablauf? Wir fahren mit dem Boot ins Bayou, holen die Ballen und bringen sie her. Das Bayou kann recht gefährlich sein. Das ist Dixie-Mafia-Gebiet. Hast du Schiss vor den weißen Jungs frei? Haben sie deinen so betatscht, als du klein warst? Cassandra hat gar nicht erwähnt, dass du so ein charmanter Kollege bist. Das wird schon seinen Grund haben. Warst du in Haiti auch schon im Business? In meiner Heimat, da war ich ein Hugan. Ein Priester. Was weiß denn Priester vom Schmuggel? Damals habe ich kein Gras geschmuggelt, frei. Meine Ladung waren Flüchtlinge, Menschen.
Ich habe sie in Sicherheit gebracht, habe sie vor Duvalier gerettet. Aber davon hast du wahrscheinlich keine Ahnung. Haben wir zwar ein Problem miteinander? Cassandra sagt, wir sind Partner und dass zwischen uns alles cool ist. Ist das so? Kann ich noch nicht sagen. Ich auch nicht. Cassandra kann vielleicht vergessen, was du unserem Volk angetan hast, Frey. Aber ich niemals. Vielleicht hättest du besser in Haiti bleiben sollen. Denkst du vielleicht, dass ich freiwillig weg bin? Von zu Hause? Aber ich versuche, das Beste daraus zu machen. Tun wir das nicht alle? Es sind immer noch einzelne Dixie-Mafiosi im Hollow. Kümmere dich um die Bande, wenn du Zeit hast. Diese Typen sollen verschwinden. Schwarzhandel. Transportaufträge sind eine Möglichkeit, das Einkommen deiner Lieutenants zu erhöhen. Leutnant, Entschuldigung. Was für dich einen höheren Gewinnanteil bedeutet. Durch erfolgreiche Transportaufträge erhöhst du die Loyalität deiner Lieutenants. Okay. Lieutenanten. Ich sage jetzt Lieutenanten. Kennt ihr den Minne Wolf Tanz? Lieutenanten. Und erfährst mehr über ihre Verbündeten. Okay, alles klar. Versuchen wir doch mal einfach mal so einen Auftrag durchzuführen. Geschäfte, denen du etwas lieferst, können höhere Gewinne erwirtschaften. Du kannst weiter Marcanos Organisation aufmischen oder erst Transportaufträge erledigen, um deine Brieftasche etwas zu mästen. Ah. Okay. Kommt gerade eine Lieferung Gras rein. Besorg dir ein Boot und bring sie her. Du hast ja. Well, erst war. Oh, ich Gänsehaut, mir ist kalt, ey. So, was haben wir da drinne? Wir sehen ja aus wie so ein Schwerverbrecher, ey. Das nehmen wir jetzt. Wir sollen ja eine Lieferung abholen. Eine Schrotflinte. Ja, jetzt ist die Frage, was behalten wir? Nehmen wir einfach mal die, da haben wir glaube ich noch, wir haben zweimal Maschinengewehr. Wir haben einmal, ja genau, siehst du? Nee, dann brauchen wir keine zwei. So, haben wir da drinnen noch irgendwas übersehen? Nee, so, durch, dann besorgt ihr ein Boot, sagt er. Gott vergisst nicht, was diese Wichser diesem Ort angetan haben, Mr. Clay. Und ich auch nicht. Alles klar. Gehen wir mal zurück. Das ist ein Trecker. Wo ist denn, ich hab ein Auge hier, ey. Mensch. Was? Boot besorgen. Das Boot war ja gerade noch nicht da. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Da haben wir unsere Karte, Medipack. Wir sollten uns ja ein Boot besorgen. Und das Gras holen. Die Sache ist ja. Ja, lustig. Vor allen Dingen lustig. Wir wissen gar nicht, wo wir hin sollen. Das ist. CIA. Teilerkasten.
Deli Hollow. Mal gucken, ob wir da hinkommen irgendwie. Wegpunkt setzen. Ja, er will wieder nicht. Öffne die Karte, um Ziele auszuwählen. Ach nee, was ist das, was ich gerade gemacht habe, du Bauer, ey? Okay. Ja, anscheinend habe ich den. Ich fahre jetzt erstmal ein paar Meter, vielleicht wird mir ja. Gleich im Wegpunkt angezeigt. Hat aber gut repariert, wenn das das Boot war. Ich fahr hier lang. Was schon? Guck mal, das Boot hier bleibt. So, und jetzt sind wir jetzt hier und jetzt. Wie geht's jetzt weiter? Ja, interessant. Wir sind jetzt hier irgendwo. Ja, das ist Pearls Nachtclub, ja. Ein Verwandel Verdienst. Oh, Kea, wow. Die verdient aber nicht schlecht. Wow. Emanuel Lazar. Der den alten Kirche im Auge. Was? Emanuel behält die eintreffende Graslieferung hinter der alten Kirche im Auge. Verdienst. Mhm. Wer soll er das mal machen? Ja. Und die Karre zieht natürlich ziemlich weit weg jetzt. Dann suchen wir uns gleich mal eine andere Karre. Verteilerkasten, bleibe einbauen. Okay, Verteilerkasten. Wir haben ein paar haben wir schon verteilt. Ich glaube, das sind diese weißen Teile hier. So, Kickback, was? Vito, Saletta, gehen diese in den Ufer und ihre Anweisung. Ja, oh, jetzt kriegst du mal auf Wegpunkt setzen, aber da passiert dann mal wieder nichts. Auch wenn ich die Maus drücke. Das ist ja immer ein bisschen tricky. Ich vermisse diesen weißen Pfeil. Das ist für mich der Wegpunkt setzen. Warum das jetzt hier nicht funktioniert, ist mir jetzt. Ja. Wenn du abhaust, obwohl ihr mit einem gemeinsamen Feind habt, reagiert Work in letzter Zeit nicht sonderlich rational. Story-Kapitel. Nimm Burks Akte. Rede mit Burk. Wegpunkt setzen. Ich hab doch Wegpunkt gesetzt. Ach, geh, okay, ist das. Geh, okay, reden wir mit Burke. Reden wir. Ja, ach, ja. Okay, ich kann ja versuchen, erst mal mit dem Boot irgendwo dahin zu kommen. Fahren wir mal dem River entlang. Eine Bootsfahrt, die ist lustig.
ist denn dieser? Ja, wir könnten mit dem Boot dahin. Schau mal einen an. Oh. Jetzt wollte ich genießen. So. Guck mal, da haben wir noch ein rotes Boot. Okay, wir haben noch ein bisschen vor. Wir haben vorher noch kein Abbiegen, Folgen und die zweite. Ich denke, wir nehmen den großen Kanal hier. Das ist dann 1, 2, das ist dann die dritte Abfahrt, kann man sagen. Die dritte nach links. Okay. Ja, Finger wieder auf Tasten drauf und los geht's. Die dritte nach links. Wir fahren sonst immer Auto, aber jetzt können wir doch einfach mal mit dem Boot fahren. Wir sind genug Boote. Ich denke, da ist es dann auch noch nicht so wichtig. Das Ding könnte noch schneller sein. War das ein Alligator? Wow, what happened? Ja. Krokotaschen, überall Krokotaschen. So, das müssen wir eigentlich gleich jetzt immer mal an der Abbiegung kommen. Hier ist die große Brücke. Guck gerade auf die Karte unten. Warte mal, könnten wir den noch nehmen, oder? Nee. Das ist der leider nicht. Ach, da kommt er raus. Dann dürfte das wohl hier rein sein. Ja, hier sind wir richtig. Mach dich gefasst auf eine Ladung. Lincoln Clay. Ja. Ich endlich mal wieder Mafia 3. Ja, wir haben ziemlich früh morgen. Ich konnte aber irgendwie nicht mehr schlafen. Das hat mich echt mega genervt. Komm, stehst du auf. Ein bisschen an der Ehre kratzen, wieder mal ein bisschen Mafia aufnehmen. Weil ich immer lange Folgen mache, muss ich auch immer lange aufnehmen. Das ist das ja. Ja, irgendwo muss das jetzt gleich mal. So, jetzt hat er gleich auch. Ah, okay, wir sind da. Ich würde sagen, das haben wir doch gut platziert. Die Frau von meinem Sohn kommt aus dieser Gegend. Er macht diese rothaarigen Irinnen schon immer. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir den Weg dahin jetzt finden. Geht hier nur deswegen lang, weil mein Wagen wieder mal in der Werkstatt ist. Ja. Wir haben gerade keinen. Geh weiter. Entschuldige dich gefälligst. Ich hau dir gleich ein paar was von die Mütze, ey. So. Macht nichts, gnädige Frau. Könnte auch meine Schuld gewesen. Ach, die grüßt jeden. Okay, da läuft schon mal chillige Musik. Wir sollen es von der Hintertür versuchen. Machen wir das doch mal. Die suchen wir uns mal.
ein Weilchen her. Lincoln Clay. Heilige Mutter Gottes. Jetzt habe ich alles gesehen. Denk, du bist tot. Das höre ich öfter. Was willst du? Ich würde dir gern ein Geschäft vorschlagen. Ja, ja. Ich nehme Marcano vor und seine Brüder und jeden, der mit ihnen was zu tun hat. Ja, und? Folgende Idee. Wenn Barbieri weg ist, geht Point Verdun wieder an dich. Und dann klären wir, was mit dem Rest der Stadt passiert. Hau bloß ab. Ich habe schon mal mit euch Penner zu tun gehabt. Und was hatte ich davon? Burke, du kannst dich hängen lassen, aber dein Selbstmitleid wird gar nichts ändern. Jetzt hör mir mal gut zu, du gottverdammtes Arschloch. Dennis Leiche war so verkohlt, dass ich mir der Leichenbeschauer nicht zeigen wollte. Wenn einer diesen verfluchten Marcano killt, dann ich. Na, dann hat er ja nicht viel zu befürchten, solange er sich nicht in irgendwelchen abgewarzten Spelunken herumtreibt. Nenn mich, du Arschloch. Ich hab mehr Eier als ein Typ, wie du jemals haben wird, klar. Lennart, kreis hier auf und quatsch mich dämlich an. Typen wie du verbissen sich doch sofort, wenn's brenzlig wird. War immer schon so. Und ändert sich nie. Fahr wie ein Irrer. Du musst Burke überzeugen, dass du es ernst meinst. Rase, fahre auf der falschen Straßenseite voll Lüre, waghalsige Sprünge und mach ihm klar, wie ernst es dir ist. What? Oh Mann, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir auch überhaupt Auto fahren können.